Schönen guten Tag und willkommen zu World of Warcraft, World of Minecraft, World of irgendwas. Ich und Harold haben uns jetzt zwei Orks erstellt. Du hast gerade unseren Questgeber getötet. Passiert. Seine Quest ist noch da. Okay, und wir fangen direkt an mit unserer ersten Quest. Ja, ich bin Krieger und er ist Jäger. Hier. Ja, genau. Töte Schweine und so, Digga. Tun wir das gleich. Ich kenne mich hier leider in der Gegend nicht so aus. Ich habe noch nie einen Ork erstellt oder einen Troll. Immer diese Krieger, die einen die Mobs direkt vor der Nase wegklauen. Kennt ihr das? Okay, ich habe kaum was gerissen gerade. Habe mir aber EP geklaut. So. Na gut, genug gequestet. Ja, genau. Lass uns erstmal in der Gegend umsehen. Ja, hier ist ja das Schlaggebiet, weiß man ja, von den Orks. Los, beschreibe. Was? Alles. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja, hier, Ork-Stadtgebiet, wow. Wir können auch gleich mal Ratchet zeigen, oder? Das können wir machen. Hinten. Und danach gehen wir Ork rüber. Dann machen wir das so. Okay. Weil ich will nicht wieder zurücklatschen. Wie konntest du das Fleisch eben gerade eigentlich futtern? Hab ich gar nicht. Ehrlich nicht, sah von so aus. Kam mir so vor. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn es euch auch so vorkam. Ach, wen juckt's? Ich weiß. Okay, Liz juckt's. Oh Mann. Also, meine Zuschauerin, die einzige. Schreib mal irgendwie in die Kommentare, wenn du auch gesehen hast, dass Harold Fleisch gegessen hat. Okay, das ist Ratchet. Ui. Das ist alles zugewachsen, oder? Inwiefern? Ich weiß nicht, war schon immer so grün hier? Ich bin mir nicht sicher. Naja, aber man erkennt es einigermaßen wieder. Wie schon gesagt, in der Gegend war ich nicht so unterwegs, als wenn ich Horde gespielt habe, eigentlich nur ein Tauren. Dann war ich auch in Donnerfels und habe da... Aber hier musst du mal gewesen sein. Ich meine, der fährt ja hier nach Schlingendonntal, das Schiff da. Ja schon, aber... Ah, warte. Stimmt. Ich hab's kaum wiedererkannt. Okay, jetzt seh ich's. Ja. Da vorne ist auch das, hier dieses eine Wärmob, der schwarze Löwe. Ja, genau. Den Löwe? Ich... Tiger. Ich meine nicht Tiger, sondern Raptor. Nein, einen schwarzen Löwen gab's auch hier. Achso, ach stimmt, ja dieser. Den habe ich mir auch immer geholt, weil ich ihn immer so super fand. Hier war da irgendwo. Ich will ein Pet. Spawn hier ein Wolf. Hier, warte. Pass auf zu dir. Der wird hier jetzt verrecken. Ja. So, wollen wir jetzt auch nochmal? Sofort. Meine Katze kraxelt schon wieder durch die Gegend. So, jetzt aber. Willst du auch rein? Nö, ich bin Krieger. Sicher? Mhm. Okay. Die kommen hier nicht mit, also. Ach, da kommt schon irgendwie hinterher. Ja, Teleport, aber. Wayne. Ein Jäger muss ein Pet haben. Ich komme mir richtig vor in WoW. Das ist voll strange, wenn man so mit dieser Minecraft-Sicht alles sieht. Mhm. Von weit oben geht's ja noch, aus der Nähe betrachtet. Ah. Naja. You know. Wenn man beide Augen zumacht, sieht es schon wie im WoW aus. Es sieht immer nach WoW aus, wenn man beide Augen verschließt. Ja. Wir können auch später Tanaris, ne? Das auf jeden Fall, ich will unbedingt nach Tanaris. In diese Höhle, Zeithöhle, oder? Wenn man reinkommen müsste man bestimmt. Mhm. Gehört ja zur neuen Map, man wechselt ja nicht das Biom sozusagen. Wie nennt man's? Was denn? Man wechselt ja nicht in den Dungeon oder so.
So, ja. Instanz. Man kann also nicht ganz rein. Kakteen. Aber die. Also die Höhle muss schon aus dem aussehen. Und gleich noch ins Brachland, ne? Mhm. Donnerfels war ich auch schon, aber. Das egal, machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Aufnahme-Session etwas. Tanaris können wir auch über. Also. Gehen wir jetzt erstmal Donnerfels oder Tanaris später? Tanaris würde ich sagen. Okay. Ich verteile eine Brotkrumenschwur aus Knochen. Nein, die sind nicht. Und machst du den Trollen? Können wir machen. Ja. Ich glaube, einen Troll habe ich mir mal erstellt, aber auch nur aus Fun bis Level 3 hochgelevelt und dann gelassen. Ja, man erkennt es sofort. Du erkennst es sofort, ich nicht so. Na, hässlich wie immer. Die Inseln können wir auch mal anschauen, wenn du willst. Ich will ganz ehrlich nochmal nach Gilneas, das war so super. Ach. Ich fand Sturmwind am besten. Ja, war auch schon cool. War schon super. Eigentlich müsste man... Oh, die Brücke sieht geil aus. Ja. So ein richtiges Let's Play, also mit Survival in dieser Welt, mit Monstern an. Das wäre schon geil. Oh, der Server wird abstürzen wahrscheinlich. Nicht, wenn wir zu weit weggehen. Hm. Und das würde sowieso zwei, also eineinhalb Stunden halten, wie letztes Mal. Oh, awesome. Mhm. Mit dem ganzen Voodoo-Kack. Sieht aber schon geil aus. Nein, ich sterbe. Oder jump and run. Oh Mann. Okay. Lass uns weiter. Es wird Nacht. Mhm. Soll ich Tag machen oder? Nee, lass mal. Oh, ich will unbedingt Danassus sehen. Komm doch hin. Ja, aber da müssen wir ganz schön viel fliegen. Ja. Und übers Wasser halt und ne. Dann verlaufen wir uns wieder, verfliegen wir uns. Naja, bei Silbermond war das ja eine Sache. Ich meine, Silbermond gibt es ja nicht in dieser Welt sozusagen. Das ist ja in einer anderen Instanz. Wie so eine Inni. Dann hast du es dann doch auch, oder nicht? Nein, dann hast du es nicht. Ich habe auf der hier WoW-Map geschaut, also World of Minecraft. Map. Okay. Auf der Seite. Dann hast du es da. Okay. Gut zu wissen. Ja, ist auch ein Teil von der Map. Nicht wie Silbermond. Die GM-Insel müsste auch theoretisch da sein. Bin ich schon ganz lange überlegen, ob die da ist oder nicht. Ist sie aber außerhalb der View-Map oder nicht? Oder innerhalb? Also mein bester Freund ist da schon irgendwie hingekommen, meinte er. Nein, das meine ich nicht. Es ist ja aber außerhalb der Map in WoW. Mhm. Von daher müsste diese Welt sie gar nicht haben. Aber dennoch gehört sie dazu. Ja, aber sie ist nicht in dieser... Sie haben ja nur die offizielle Welt. Ja, man wechselt ja aber nicht automatisch in den Dungeon, sobald man übers Meer sich glitscht. Und ja, wir haben ja den Vorteil, dass wir keine unsichtbaren Mauern haben. Da ist dann genau so ein Stopp. Wie bei Silbermond. Als wir da am Ende der Welt angekommen sind und einfach alles gesprengt haben. Mhm. Oh ja. Die Burg müsste hier auch sein. Von den Menschen. Da ist sie auch schon. Lass mal bitte hin. Achso, das ist ein Schiff. Der gegen einen Turm gecrashed ist. Wie haben die das bloß hingekriegt? YOLO. Naja. Boah, das sieht geil aus. Oh Mann. Oh, ich freue mich schon richtig auf Augenkrümer, ich war noch gar nicht da. Doch, ich hab's dir mal gezeigt. Ehrlich? Mhm. Kann ich gar nicht dran erinnern.
Das Problem ist, es belastet den Server mehr als Sturmwind. Ehrlich? Mhm. Wieso? Weil es viel komischer gebaut ist, also es ist auch größer gemacht. Viel wirrer und komplexer, oder wie? Nee, es ist größer als Sturmwind. Ich bin in der Burg und grab mich immer tiefer irgendwie. Kommst du? Und wenn ich einen Ausgang finde? Komm doch einfach hier. Ich glaube, ich habe ihn. Freiheit! Hier bin ich. Mhm. Oh, das ist schon super. Vor allem die Bäume sehen gut aus. Ja, irgendwie schon. Nur die Häuser haben halt diese, naja, Mistblöcke. Normal. Aber in Minecraft ist ja nichts rund, von daher geht das ja auch nicht alles. Hm, wo bist du? Direkt über dir. Ach so. Hi. Ah. Ich bin nicht so oft schon lang gelaufen, bloß jedes Mal war ich tot. Oh, das war blöd, wenn der, als der Friedhof da hinten war und man jedes Mal hier durchlaufen musste als Geist. Ja. Gleich kommt auch dieser kaputte... Kaputter? Kaputter Wagen. Also dieses komische... Wo ist denn das? Ich war doch immer so ein... Sohn? Komisches Dingens mit Rädern. Komisches Dingens mit Rädern. Das hat keine Rädern. Keine Räder. Weil. Die sind gleich da. Mhm. Und gleich kommen wieder diese ganzen Noobs mit den Duellen an. Oh Mann. Es riecht diese Spanier. Ehrlich mal. Und China Goldfarmer. Gleich die Tore von... Warte, Musik wechseln. Ja, Moment. Dann hast du's. Hab's schon. Direkt das nächste Song. Moment. Oh, das wird geil. Okay. Holy shit. Guck mal, guck dir die Tore an. Mhm. Meine Fresse. Wir müssen fliegen, das Tor ist scheiße. Okay, egal. Weil das Tor ist irgendwie auch komisch gemacht. Holy shit, guck dir mal diese Kräne an. Ach ja. Oh, super. Herrlich. Mhm. Komm, lass uns den Boss klatschen. Man erkennt es doch sofort wieder, alles. Mhm. Es fehlt ein bisschen die Beleuchtung. Hier steht er immer. Sturmwind war immer hell erleuchtet. In Minecraft. Ja, es hat auch Fenster gehabt. Das ist Orgrimmar. Orgrimmar besitzt keine Fenster. Sie machen Fenster mit ihrer Faust. Orks sind doch keine Chuck Norris. Was war das? Ich sehe da Maus. Es klang eher so, als ob du dein Mikro irgendwo gegengehauen hättest. Achso, ja, mein Ellbogen. Wie schaffst du es deinen Ellbogen gegen? Egal. Wie schaffst du es, meine Kabel über den Fuß zu kriegen? Wo bist du? Ich gehe durch die Gebäude. Wir treffen uns später am Tor. Nein, Quatsch. Ich bin hier vorne. Beim Boss. Achso. Und du? Ich bin bei den Zeppelin. Kommst du? Jetzt sagst du mir, ich bin bei den Zeppelin. Wie soll ich denn hier die Zeppelin finden? Ich habe mich hier immer verlaufen. Hier bin ich. Hinten. Hi. Bleib stehen. Hier. Auf dem Berg. Hier auf dem Berg. Hinter dir. Da genau. Okay. Ja, hier ist immer der Flugmeister. Das weiß ich noch. Mit meinem Tauben war ich paar Mal hier. Oh, warte. Wie sehen dann diese Teile? Diese? Diese? Wasserfälle. Moment. Ah. Meine Katze war auf der Tür.
Ach, egal, ich wundere mich gar nicht mehr bei diesem Tier. Geht's dir gut? Ja, legt sich direkt hin. Heftig. Oh shit. Ich frage mich, wie die gerade hochgekommen ist. Ich hab dich mal wieder verloren. Ich sehe dich. Ah. Kann man eigentlich Enderperlen schmeißen? Schade. Jetzt kommt's, hier habe ich mein Mount gekauft. Also die Wölfe immer. Ui. Ein erinnerungswürdiger Moment. Habe ich aber auch einmal. What the fuck? Guck dir mal das da hinten an. Was genau? Da. Das sieht so awesome aus alles. Und die Burg. Holy shit. Wollen wir in die Burg? Ich hätte eigentlich vor, den geheimen Raum noch aufzumachen. Können wir machen. Den. Unter Eisenschmiede gab es doch auch einen riesengroßen geheimen Raum, oder? Nein, das war über. Also rechts, so, also am Rand. Ich weiß nicht genau. Was suchst du da? Da ist der Raum. Ehrlich? Ja, hier ist er. Und was ist das für ein Raum? Ein Mitarbeiter von Dingens, von Blizzard, ist gestorben. Ja. Während sie WoW halt erstellt haben. Ja. Und dann haben sie halt so einen Grabstein für ihn hier gemacht. Und hier ist ein Grabstein drin? Ja, normalerweise. Ach ja, und in Brachland ist auch sein Friedhof mit seinem Charakter drauf. Ehrlich? Ja, da liegt er dann so auf dem Friedhof. Sein okay. Charakter. Nicht schlecht. Mhm. Also schon traurig und dennoch awesome. So verewigt zu werden. Mann. Die meisten Spieler wissen das nicht. Das ist schade. Oh, meine Katze wirft sie gerade wieder alles um. Sie hat mein Handy in die Cornflakes-Schachtel geworfen. Wie kriegt ihr das hin? What the fuck? Lass mal zum Goblin-Viertel. Können wir machen. Ach ja, hier habe ich Leute getrollt. Inwiefern? Sie wollten hier mal angeln. Also, warte mal. Und du hast dich mit dem Mount davor gechillt? Genau, wo weißt du das? Wer macht das nicht? Ich find's so geil. Immer so jedes Mal. Na so, fuck you, geht so nach hinten. Und dann wieder. Die ganze Zeit. Ich habe ihn verfolgt bis sonst wohin. Ach ja. Ach ja, der Trollviertel ist auch noch da hinten. Wie immer. Typisch Voodoo-Scheiß. Wieso Voodoo-Scheiß? Keine Ahnung, ich find's irgendwie komisch. Trollololololol. Ach ja, ich weiß nicht, wie wir nach Donnerfels kommen. In welche Richtung? Von hier aus nach... Westen. Komm mit. Komm mit. Ich hab mir einen Ort gemerkt, von dem ich aus dann losgehe immer. Geradeaus. Aber ich habe früher immer, als ich, also in WoW, einfach hier AFK laufen gemacht oder fliegen gemacht. Bis nach Donnerfels. Na, das kenne ich euch auch manchmal ab und zu gemacht. Blöd war es immer früher, ganz früher. Als man einfach mal mit zum Flugmeister gegangen ist und sich irgendwo hinfliegen lassen hat. Aber wirklich zum Arsch der Map. Wo du wirklich 20 Minuten lang auf dem Mount sitzt, das war... Hier müsste irgendwo ein Fels sein. Moment, war das hier? Ich lieb die Melodie im Hintergrund. Da kann ich mir vor, wo die war. So, ich glaube, ich bin so losgeflogen. Genau in diese Richtung. Wer, wo, in welche Richtung?
von hier, wo ich bin. Wo bist du? Hier. Wo ist hier? Hinter dir. Am Baum. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Muss das extra? Nein, wirklich nicht. Hier hinten, was machst du da? Komm zurück. An mich? Zum Baum. Du bist echt zu eng. Da. Okay, wir müssen immer so geradeaus. Hier, in diese Richtung von diesem Fels. Richtung diesen Fels. Mhm. Okay, los geht's. Da kommen wir noch auf Fels. Kann ich Folgen machen? Das denke ich mir auch die ganze Zeit irgendwie. Aber ich denke nein.